Wie in den Küstenbadeorten an der Nordsee üblich, blüht natürlich auch in Karolinensiel das Geschäft mit Souvenirs. Seien es niedliche Plüschseehunde, Leuchttürme oder was auch immer. Aber keine Panik, wir haben uns vor Jahren in Karolinensiel auch zwei Leuchttürme gekauft. Nämlich den von Pilsum bei Greetsiel und den Roten Sand aus der Wesermündung. Die beiden stehen jetzt bei uns im Garten und vermitteln uns dort, auch wenn wir zu Hause sind, Nordsee-Feeling. Das Sielhafenmuseum in Karolinensiel zeigt, wie die Menschen früher in einem Sielhafenort gelebt und gearbeitet haben. Mit dem Aufbau des Sielhafenmuseums entstand auch der Plan, den mittlerweile zugeschütteten Hafen wieder in seiner ursprünglichen Form zurückzubauen. Im Zusammenhang mit der ebenfalls wiederhergestellten Zugbrücke an der Friedrichsschleuse wurde der Museumshafen zu einem neuen Heimathafen für historische Wasserfahrzeuge und typgetreue Nachbauten. Das denkmalgeschützte Hafenensemble mit den historischen Schiffen gibt heute eine Vorstellung der vergangenen Zeiten, als bis zu 1500 Schiffsbewegungen jährlich im Karolinensieler Hafen für regen Betrieb sorgten.
An der Friedrichsschleuse befindet sich auch die Küstenräucherei Albrecht mit ihrem Angebot an vielfältigem Fisch.
Von Friederikensiel aus führt vor dem Deich bzw. zwischen den Deichen, zwischen Winterdeich und Sommerdeich, ein schmales Sträßchen durch den Friedrich-Augusten-Groden nach Harlesiel und Karolinensiel. Das ist durchaus eine echte, wirkliche Straße, auch wenn sie sehr schmal ist. Aber eine Straße, die auch die Einheimischen benutzen und auch die Bauern mit ihren Treckern. Interessanterweise, die Touris auf ihren Fahrrädern, die regen sich unheimlich gerne auf, wenn hier ein Auto durchkommt.